Dann wollen wir doch jetzt mal zu der nächsten Stelle gehen. Die müsste eigentlich... Also gleich käme hier, wenn man dem Fluss folgen würde, die Brücke, wo die zwei gelangweilten Wachen sind. Aber wir können ja schon mal hier rechts rüber. Und dann gab es da einen Weg, den Berg hoch. Der führt in das Gebiet, wo wir abgeladen wurden von den Wachen ganz am Anfang unserer Reise. Da wollen wir aber gar nicht hin. Irgendwo muss es vorher noch einen Weg geben, der dann nicht nach rechts hoch abzweigt, sondern nach links hoch. Gehen wir mal hier auf die andere Seite und gucken dann gleich mal auf die Karte. Also eventuell hinter den Jägern lang. Hier haben die natürlich gleich einen Zaun hingebaut, weil ja so viele Leute hier am Ufer hochgekrabbelt kommen, ne? Und hier ist es zu steil. Gucken wir mal hier. Jo, das sieht doch gut aus. So, da sind die Jäger. Zücken wir mal unsere Fackel, damit wir überhaupt irgendwas sehen können. Wenn wir noch welche haben. Wir hätten mal welche holen sollen, irgendwo unterwegs. Oh, 7 Stück, das reicht doch. So, und jetzt die Karte. Ja, wir sind schon in der richtigen Richtung. Wir gehen jetzt einfach hier an den Jägern vorbei und halten uns rechts von dem Wäldchen. Also, da ist irgendwo der Wald. Also, der Wald muss zu unserer Linken sein und das Gebirge hier zur Rechten. Und dann müsste es da irgendwo einen Weg nach oben geben. Ja, hier waren wir wirklich noch nicht, denn wenn mich nicht alles täuscht, warten da ein paar Snapper auf uns. Die haben uns vorher abgeschreckt, dass wir da lang gehen. Aber inzwischen sind die ja nicht mehr wirklich ein Problem. Genau, da sind auch schon die Snapper. 1, 2, 3, 4, 5, viele. Ah, viele sind auch kein Problem. Gut. So, da sind auch noch welche. Wir hätten uns mal vorher irgendwo in einem Bett hinhauen sollen. Denn nachts durch Gebirge und Wälder schleichen und Echsen töten ist im Dunkeln nicht ganz so ratsam. Ist aber wieder ein paar Heiltränke. Und dann zücken wir die nächste Fackel. 6 Stück noch. Und die ganzen Krallen nehmen wir mit. So. Das schaut da doch ganz gut aus. Oh, noch mehr Snapper. 3 Stück. Diesmal bleiben wir auch in der Nähe der Fackel, damit wir ein bisschen was sehen hier beim Kämpfen. Ah, die können immer noch ganz gut zubeißen. Trotz unserer guten neuen Rüstung. Also unterschätzen sollten wir die nicht. So ein 4er- oder 5er-Rudel würde uns noch arg zusetzen. Da ist irgendein Gebäude hinten. Sieht aus wie ein Turm. Und wen haben wir hier? Diego. Okay. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. 3 Tonnen schwer. Das kann doch eigentlich nur ein Troll sein. Und wir haben mit Gorn zusammen schon gegen einen jungen Troll gekämpft. Und das war nicht ganz so einfach. Oh, Goblins. Viele, viele Goblins. Viele, viele, viele Goblins. Aber die halten nichts aus. So, die sollten wir nur von Diego fernhalten. Obwohl, er kann ganz gut auf sich selbst aufpassen, wie es scheint. So, da hinten ist noch einer. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden.
Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Hm. Jo. Diego, warte mal ganz kurz, hier liegen ein paar Sachen rum. Tagebuch. Diego. Oh. Vielleicht hätten wir die Spruchrolle ja benutzen können, aber wenn er sich gleich in den Kampf stürzt, dann können wir ihn nicht einfach sterben lassen. Oh, 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 das wird ewig dauern. Uah. Wenigstens ist er nicht mehr hinter Diego her, aber... Oh, oh. Wenn wir ein Momentchen Zeit bekommen würden, könnten wir gucken, was das für eine Spruchrolle war. Denn so eine haben wir noch nicht gesehen bisher. Aber er lässt uns nicht wirklich viel Zeit. Vielleicht kann Diego ihn ja ein bisschen ablenken. So, Spruchrolle. Ganz schnell die Spruchrolle suchen. Die sah ungewöhnlich aus. Wassermagier? Nein. Skelette beschwören? Nein. Telekinese? Monster schrumpfen. Das klingt doch mal sehr praktisch. So. Müssen wir nur nagel noch nah rankommen wahrscheinlich. Hoffentlich hält Diego so lange durch. Du schrumpfst jetzt. Das will er irgendwie nicht. Wir brauchen wohl mehr Mana. Diego halt durch. Schluck. Und nochmal das Ganze. Ja, es kann auch sein, dass wir nicht genug Mana-Vorrat für das Ganze haben. Aber das wäre natürlich ärgerlich. Hihi. Schön, schön. Zack. Schon besser. War fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ja, diese unangenehme Überraschung haben wir aber auch nur gehabt, weil du gleich losgestürmt bist. Naja, es kann nicht immer reibungslos laufen. Also, nächste Fackel raus. Und gucken wir mal da oben zu diesem Fokusplatz. Den haben wir schon auf dem Vorsprung gesehen. Und dann haben wir dann schon alle. Oh. Okay, hier ist zugemauert worden. Ha. Ist irgendwo ein Schalter versteckt? Hier in der Wand irgendwo? Kaputt machen können wir es auch nicht. Müssen wir von unten nochmal gucken, ob er da irgendwo hochklettern kann vielleicht. Und sonst fragen wir mal Diego. Hier ist auch kein Seitengang. Nö. Also da geht's nirgendwo hoch. Hier. Nee, das ist zu weit oben. Gucken wir uns noch mal kurz die andere Seite an, die wir gefunden haben. Wir hatten ja einen Zauberspruch gefunden, eine Tagebuchseite. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen, ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigt keine Wirkung und Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mit dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinis verkauft hat. Sie hat mir 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Okay, das war also nur der Hinweis auf die Schrumpfspruchrolle. Aber nicht, wie wir da oben zu dem Fokus hinkommen. Gucken wir mal hier hinten. Das wird wohl das Trolllager gewesen sein. Oder nee, eine Ruine. Ah, eine Winde. Hast du noch was zu sagen? Nö. Weiter geht's. Genau. Die Winde klemmt. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Ah,
dann mach mal. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Ja, gut, dass es ihn nicht erwischt hat. Oh, wieder Goblins. Wo kommen die denn her? Zack und... Oh. Autsch. Ja, das ist einfach... fiesere Burschen als die normalen Goblins. Auch besser bewaffnet, aber halten nichts aus. So. Ein, zwei Streitkolben nehmen wir mit, aber alle müssen nicht unbedingt sein. So nötig haben wir es inzwischen ja nicht mehr. Also, Fackel wieder in die Hand. Und gucken wir jetzt mal, ob wir da hoch können. Auch wenn die Winde ganz schön weit weg ist von dem Tor. Aber naja. Oh, und wir sollten unbedingt ein, zwei Heiltränke trinken. Nicht, dass da oben noch irgendeine böse Überraschung auf uns wartet. So. Diego ist gar nicht mehr hinter uns, oder? Nee, der wartet lieber unten. Na gut. Oh, Harpien. Ah, vier Stück. Das müsste machbar sein. Wenn wir nicht so rum... zappeln würden. So, dich auch noch. Mann, wie die immer schreien müssen, ne? Aber gut. Und da haben wir den Fokusstein. Schön. Und dann können wir einfach ein bisschen abkürzen. Dank unserer neuen Akrobatik-Künste. Obwohl, nee, das ist doch ein bisschen tiefen. Nee. Müssen ja nicht grundlos unsere Knöchel brechen. So, überschlagen wir mal kurz. Wir haben jetzt einen Fokusstein abgegeben und vier haben wir in der Tasche. Das heißt, wir sind fertig mit der Fokussuche. Schöne Sache. Dann können wir doch gleich zu Satoras zurück. Und da können wir auch gleich die Teleportrolle benutzen, weil dafür war sie gedacht. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Ich hab den Fokus schon. Danke, Diego. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Mach's gut. So, dafür werden wir aber einen neuen Mana-Trank brauchen. Denn die Schriftrollen verbrauchen ja auch immer unser Mana. Und wo war die Schriftrolle? Die ist... hier, Teleport zu den Wassermagiern. Wusch, da haben wir jemanden überrascht. Komm, hör auf zu lesen, wir bringen frohe Kunde. Sei gegrüßt. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch drei Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Oh, praktisch. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Eigentlich war das der dritte, den wir euch gebracht haben. Den ersten hatten wir ganz am Anfang schon überbracht. Aber gut. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt vier Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. So, und das ist doch mal ein schöner Cliffhanger. Ich speichere mal ab. Und LP...
58.